Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe hier gerade, fängt man schon wieder Begäde an, ne? Unglaublich. Ich habe gerade den Kat 330 geladen. Dann hatte ich jetzt noch einen Löffel dazu. Gucken, ob der da ist. Der hat TPS und der hat extra auf den Bagger eingemessene Löffel. Ich gucken, ob der Böschungslöffel, ob der da ist, der Grabenräumlöffel. Und ob der auf meinen Hals passt. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich ihn hinlege. Weil, weiß nicht, ob man es gesehen hat, ich wollte den Arm nochmal zusammenlegen. Ohne Tieflader perfekt. Auf dem Tieflader durch die Stielmulde passt er nicht rein. Da passt er nur rein, wenn ich keinen Löffel dran habe und den Löffelzylinder dann quasi ganz zu habe, also der Löffel auf. Dann passt er rein. Ansonsten passt er nicht. Das, was ich schon einige Male angesprochen habe, ich habe es auch schon mal unserer Werkstatt gesagt. Ja, mal gucken, aber ansonsten tut sich nichts. Hoppla. Häng mal an, dann fahre ich mal da ums Eck, gucken, ob der Löffel da ist. Der Bagger, nein, der Bagger hat keine 1500 Stunden. Der sieht innen drin aus der Seitenscheibe neben, du siehst nichts. Da ist so ein richtig dicker Knoster, so ein Bapp, so ein weiß nicht was. Ich würde mich schämen. Aber gut. Ist nicht meine Maschine. Ich hänge schnell an. So, mit dem Fahrzeug, jetzt fahren wir mal davor und gucken mal, wo ich den Löffel finde, welcher das ist. Knack. Aua. Gucken, der hat auch hinten dran hat er so einen GPS-Empfänger. Gucken, welcher das ist. Hoffentlich nicht die riesige Badewanne da. Das wäre blöd. So. Einer von denen muss es sein. Kat 336, der ist es nicht. Da hat die große Aufnahme, wobei der hat auch die große Aufnahme, ne? Der hat auch die große Aufnahme. Kann es eigentlich nur der sein? Der oder der? Geh mal rausgucken. Ah, Blick. Das weiß ich. Das soll der sein, ne? Müsste der sein. Mal gucken. Der hier ist, glaube ich, schon nur mal zu groß. Hier steht auch nichts drauf. Ne? Gut. Dann nehmen wir das da vorne noch. Schauen wir mal. Wenn ich den auf den Hals lege, dann ist eigentlich die Kette. Aber irgend so ein Talentfreier hat hier, also ohne weiter, oder? gerade draußen. So, ich fahre mal wieder auf den Golfplatz, allerdings diesmal mit meinem LKW. LKW in Richtung Golfplatz. Ich komm gerade reingefahren, wart bitte. Ich komme gerade reingefahren, warte bitte. Alles klar. Ich habe den Tieflader dabei, sorry. Anders der will mir vorbeikommen, Anne. Kein Problem, ich fahre. Dankeschön. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Danke. Das ist halt die Zufahrt hier rein, die ist halt echt bescheiden. Dankeschön. Hinterher war noch rennen, aber ich weiß jetzt nicht, wo der gerade ist. Ja, geht immer. Ich warte. Da kommen gerade rein. Und noch ein Auto von der Bauer. Ah, der Pulli war das. Okay. Bringst du jetzt noch ein Backe? Ich bring jetzt noch ein Backe, ja. Wir sind doch ein Baggerbetrieb. Ach so. An der blöde Frage stellen, gell? Ach jo. Donnerstagmorgen. Golfplatz gestern Abend leer war, bin ich nach Hause, noch ein paar Tropfen getankt und bin dann habe dann den 8-Tonnen-Bagger, den ich jetzt noch geladen habe, vorgeladen. Warum bleibt der Kollege nicht auf dem Radweg? Hier links ist immer noch Radweg. Nee, man muss... Egal, alles gut. Und den fahre ich jetzt wieder hoch auf den Felsberger Hof. Was heißt wieder hoch? Fahre ich jetzt halt da hoch. Weiß nicht, ob der 29, der da oben steht, ob ich den mitnehme. Keine Ahnung. Muss ich nochmal fragen. Das ist echt schon Donnerstag. Leck mich am Ziegerli, ey. Die Zeit rennt. Überlegen, ob ich nicht mal hier durchfahren sollte. Dann würde ich mir das ganze Eck hier durch die Ort sparen. Baustelle. Baustelle. Ja, da werden Windräder gebaut oder erneuert. Ich habe keine Ahnung. Hier vorne gleich die Engstelle wieder. Letztes Mal ging es richtig gut. Rein und raus. Wird heute Morgen wahrscheinlich nicht so sein. Werde euch vom Gegenteil überzeugen. So, brauche ich eh gleich wieder, aber egal. Mach's mal kurz aus. Auf dem Tieflader. Ich hätte hier können. Ganz easy fahren, glaube ich. Naja, alles gut. Ging ja so auch easy. Noch überlegt, ob ich vorwärts hochfahre und dann rückwärts quasi vor die Hofeinfahrtstelle, da haben wir es wieder erst quasi. Kam mir die Katze eben her. Bleib sitzen. So. So, hier ist die Straße. Wie gesagt, ob ich nicht drehen soll und soll mich... Ach, da ist sogar schon eine... Ich glaube, ich drehe. Komme ich da rum? Da ist ja schon ein Maschinist. Ich drehe erst hier oben. Ja, ich bin mir nicht so ganz schlüssig, wie, was, wo. sind, bin ich glaube ich das erste Mal ein Fahrzeug hier durchfahren. Also ob ich hier stehen bleiben soll an der Seite, könnte ich vielleicht auch machen. Ne? Bleib ich hier stehen, putzelt der Bagger runter. Ich hoffe nicht, dass ich hier weg bin. Wahrscheinlich bin ich im Weg. Was war denn das? Hatte ich keinen Gang drin. Ah, schon wieder so windig, ne? Aber ich bleib hier kurz stehen, schmeiß den Bagger runter, fahr den per Achse runter und dann geht's gleich weiter. Hallo am Freitagmorgen. Kann mich sehen. Sorry, ich habe keinen Ständer dran. Ja, ich hatte es heute Morgen getroffen. Ich darf heute Morgen nach Ostfriesland fahren am Freitagmorgen. Habe einen Beifahrer dabei, der fährt mit, sodass wir das wenigstens heute in einem Rutsch packen. Beifahrer kommt noch. Ich fahre jetzt erst noch hoch in die Werkstatt. Ich muss noch 2, 3 Reifen wechseln. Ich habe es erst gestern Abend spät gesagt bekommen. Kann man mich noch sehen, aber mich nicht sieht, dann hört man mich. Alles drin lassen, stehen gelassen. Schwapp den Ober, wenn wir rausfahren, dann ist der Bauzaun zu, fertig. Ui, ich hab die Brille auf der Nase. Wir sind zu Hause. Ich mache jetzt noch ein bisschen Papierkram und dann ja, filmen. Sorry, war heute nicht wirklich. Haben auch sehr viel gequatscht. Der Kollege und ich. Chris war das, der dabei war. So. Ja, wir haben heute ...225 Kilometer geschrubbt. Läuft. Mach das jetzt hier noch fertig und dann ja, danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wie immer ein bisschen Spaß gemacht. Nagel eingerissen. Bis zur nächsten Folge geht's nach Hause ins Bettchen. Bis Montagmorgen bzw. nächste Folge. Bis denn. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Tschüss.